Hey Leute, ich bin Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein Video von Medeus, kein Plan. Auf jeden Fall geht es in dem Video über die dunkle Wahrheit, über Lidiro, also über mich. Vielleicht weiß er etwas, was ich nicht weiß, was er über mich weiß. Aber gut, ich abonniere natürlich erstmal, aktiviere das Glöckchen und gebe dem Video einen Daumen nach oben und würde sagen, wir kommen direkt zum Video. Let's go! Die dunkle Wahrheit über Lidiro. Die meisten kennen Lina aus ihren TSB oder dummen Gedankenvideos. Ja? Doch kaum einer kennt die ganze Wahrheit hinter den zwei Geschwistern. Schauen wir uns den Namen Lidiro einmal genauer an. So sehen wir, dass die Buchstaben L, D und R großgeschrieben sind. Ein LDR ist ein lichtabhängiger Widerstand. Reagiert also auf Helligkeit, wie zum Beispiel von der Sonne. Um ihn vor der Sonne zu schützen, könnte man ihm eine Sonnenbrille aufziehen. Lina trägt in ihrem Profilbild eine Sonnenbrille. Sie ist also ein LDR-Widerstand, die sich mit einer Sonnenbrille vor dem Licht schützen will. Doch warum? Was? Das Sonnenbrillen-Emoji hat die Nummer 955. 9 plus 5 plus 5 sind 19. Der 19. Buchstabe ist das S. Wenn man das S umdreht, sieht es bei genauerem Betrachten aus wie ein S. Im Periodensystem steht das S für Schwefel. Wenn man das S umdreht, sieht es aus wie ein No shit, Sherlock, okay. Schwefel ist gelb, genauso gelb wie das Snapchat-Logo. In dem Banner von Lidiro finden wir sowohl das S als auch das Snapchat-Logo. Zufall? Ich denke nicht. Das S auf GPS steht also für Snapchat, beziehungsweise den Geist. Doch wofür steht das T und das B? Eigentlich bräuchte ich das gar nicht erklären, da es ja mehr als offensichtlich ist. Das T steht natürlich für den Teddy und wurde nicht einmal versteckt. Das B war schon etwas komplizierter, aber eigentlich steht das? Total offensichtlich. Denn schaut man sich das B an, so hat es doch eine gewisse Ähnlichkeit zu einer Zahl. Genau, der 8. Das H ist der 8. Buchstabe im Alphabet. Nehmen wir nochmal das Periodensystem zur Hand, sehen wir, dass H Wasserstoff ist. H und Wasser ist natürlich ein Hinweis auf das Sternzeichen Fisch, das wie ein H aussieht. Okay. Das Sternzeichen Fisch wird im Lateinischen mit Pi abgekürzt. Das Pi-Symbol besteht wie das Sternzeichen Fisch aus drei Strichen. Mir war also klar, dass wir hier auf der richtigen Spur sind. Nehmen wir nun die ersten 8 Nachkommastellen. Wir hatten vorhin schließlich die 8. Und rechnen sie nach einem logischen Muster zusammen. So ich bin sowas 5, von verwirrt. 22. Geben wir diesen Zahlen ihren Wert im Alphabet, so haben wir EFV. Das V hat eine starke Ähnlichkeit mit dem U. Also müssen wir es natürlich umwandeln. So erhalten. Digga, was ist das hier gerade? Wir schauen weiter. Der EFU. Wandeln wir diese Buchstaben nun wieder in Zahlen um, bekommen wir 5621. Am 5.6.2021 erstellte Dima Rode seinen YouTube-Kanal. Es geht noch um Dima. Und damit ist das auch geklärt. Das B aus TSB steht für Linas Bruder Dima. Wir haben nun also das TSB entschlüsselt. Was? Und damit auch das Geheimnis um Lidiro geklärt. Das T steht für den Teddy. Der wohl bekannteste Teddy ist der Teddy von Mr. Bean. Wie jeder weiß, wurde Mr. Bean von Aliens auf die Erde gebracht. Er kümmert sich dabei so sehr bin um seinen Teddy, Alien? Dass man meinen könnte, der Teddy wäre lebendig. Und ist es damit nicht schon offensichtlich genug? Lina ist in Wirklichkeit nur ein Geist. Sie trägt die Sonnenbrille zum Schutz, da sie sich sonst in den Teddy verwandelt. Dima, ihr Bruder, ist Mr. Bean, der sich jedes Mal nach der Verwandlung um seine Schwester kümmert. Boah, Leute, das war gerade ein bisschen zu viel Info für mein Gehirn, für mein kleines, ne? Ich komme gerade nicht klar. Jetzt bin ich am Ende ein Geist und Dima ist Mr. Bean, weil er mein Bruder... Hä? Aber vielleicht tue ich ja gerade auch nur so und bin wirklich ein Geist. Rätselt weiter. Gut recherchiert, Augenkontakt gehalten, viele Quellen benutzt. Ich würde ihm eine 1 geben. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es ist, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und abonniert den Kanal von Medius für weitere Verschwörungstheorien und sowas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.